Wir sind hier im Känguruhaus und dadurch, dass die Kängurus aus Australien kommen, haben wir auch australische Pflanzen hier drin, wie zum Beispiel Akazien, Eukalyptus, hier vorne zum Beispiel, oder auch Kalistemon, Zylinderputzer. Also wir sind jetzt hier in dem neuen Känguruhaus, also das ist der Bereich jetzt für die roten Riesenkängurus, die wir jetzt so ein bisschen gestaltet haben. Also bisschen weg vom klassischen quasi Stallprinzip, nur einstreuen, Strohlager und das war's dann. So, die Leute sollten ein bisschen, sag ich mal, als Anführungszeichen, ein bisschen das Feeling von Australien bekommen. Und jetzt verschiedene Untergründe. Hier ist einmal Sägespäne, da habe ich hier ein bisschen Sand reingemacht, um zu gucken, auch zu testen, was bewährt sich nicht, ganz einfach. Also optimal wäre es, wenn Sie das als Liegefläche hernehmen würden. Weil auch ganz neu ist, in dem Haus ist eine Fußbodenheizung, das hatten wir vorher nicht. Also sprich, die Wärme kommt auch von unten, das heißt, man bräuchte jetzt in dem Sinn auch kein klassisches Strohlager mehr in dem Sinn. Und hier in dem Teil ist vorgesehen, also das sind die Bennett-Kängurus, momentan sind nur zwei da. Die sollen quasi eigentlich hauptsächlich im Winter hier drin sein. Also Sommer sind die hauptsächlich draußen auf der Anlage, also sie haben immer täglich rein und raus, wie sie wollen. Und in der Regel sind sie dann die meiste Zeit draußen. Aber im Winter haben sie die Möglichkeit hier, dann ist auch das Konzept, dass im Winter auch weniger Leute ist, sprich, dass dann die Leute hier die Begegnung mit dem Tier haben. Also des Weiteren sind hier Schopftauben drin, Wellensittiche sollen hier noch rein.